Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Highway Bundle von Katja Krasavice und Elif. Alle weiteren Informationen zu dieser Single, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur Single und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Highway von Katja und Elif, das Ganze am 8. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist mal wieder ein Single-Bundle. Es gab ja diverse zu dem Album von Katja, Eure Mami. Das ist das Gemeinsame mit Elif zu der Single Highway. Wir haben hier einen schwarzen Beutel. Der ist hier noch mit einem Sticker versehen. Und zwar hier links rot und rechts schwarz. Katja Krasavice, Elif, Highway lesen wir hier. Ansonsten wirklich alles in schwarz gehalten. Dann machen wir das Ganze mal auf. Hier an der Seite lässt sich das hier öffnen. Gar nicht so einfach. Aber mit etwas Gewalt geht es hier dann auf, beziehungsweise können wir auch das Ganze wahrscheinlich etwas beschleunigen, wenn wir es hier aufschlitzen. Jawohl, das sieht doch schon ganz gut aus. So, wir müssen hier nur noch aufpassen, dass wir die Inhalte hier nicht gleich mitschlitzen. So, aber jetzt. So, und dann können wir hier die Inhalte entnehmen. Mehr ist hier nicht drin. Nein, genau. Sind zwei Inhalte im Endeffekt. Einmal hier ein Longsleeve und einmal die Single an sich. Wir holen den Longsleeve mal raus. Ist noch so ein kleines Gelpäckchen, damit das Ganze auch trocken bei euch ankommt. So, das ist der Longsleeve und den packen wir mal zur Seite, denn wir starten wie immer mit dem Album, in diesem Fall mit der Single an sich. So sieht das aus, auch hier wieder dieses Artwork in rot-schwarz. Hier lesen wir Katja Krasavice, Elif, Highway, links Katja, rechts Elif, hier dann auch die Farben in ihren Haaren entsprechend, also rot und schwarz. Auf der Seite ist das Ganze auch nochmal beschriftet, allerdings sehe ich ja gerade, dass die Folie noch drauf ist. Die werden wir auch nochmal kurz erledigen und dann können wir auch das hier auf der Seite besser sehen und besser lesen. So, einmal hier aufschneiden. Na, nicht so ganz. So, aber jetzt. Wunderbar. Also, das ist das Cover, wie eben gezeigt. Dann auf der Seite beschriftet, Katja Krasavice, Elif Highway. Und auf der Rückseite sehen wir die CD durch, also kein Backcover. Hier haben wir dann noch die Beteiligten und die Labels und Logos. Und das Ganze ist so ein Slim Case. Also, hier ist dann das Booklet, das ist hier so ein Einleger. Hier haben wir die Infos zum Track. Aufgenommen von A-Side, mixed von A-Side, gemastert von Lex Barkey. Dann weitere Infos, also einfach so die Credits zu dieser Single. Und ansonsten hier auch wieder alles in schwarz-rot gehalten. Ein einziger Track ist hier drauf, eben die Single Highway. Das ist die CD. Auch hier wieder in rot und schwarz, sieht so ein bisschen Pokéball-mäßig aus. Die CD. Und dann haben wir noch die zweite Sache aus dem Bundle, und zwar hier dieses Longsleeve. So, hier ist noch was drin, genau, Papier. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, hier so die Split-Optik fortgesetzt in schwarz-rot. Wir lesen hier wieder Highway, der weiße Schriftzug, ansonsten in rot und schwarz. Hier unten kein Bund oder so, sondern hier endet das dann, ohne hier nochmal separat vernäht zu sein. Auf den Armen haben wir dann auch nochmal den Schriftzug. Moment, kann man jetzt so etwas schwierig lesen, aber genau jetzt. Also hier dann auch nochmal der Highway-Schriftzug auf dem Arm
und natürlich auf dem anderen Arm auch nochmal hier Highway. Die Rückseite ist dann auch wieder in dieser Optik, in Rot und Schwarz. Und hier haben wir dann, also hier ist kein Aufdruck mehr weiter, aber hier unten, so unterer Rücken, Hüftbereich, ist dann noch ein Aufdruck. Ah, okay, das gehört so. Und zwar haben wir hier die beiden Frauen nochmal in so einem Hochglanzdruck abgebildet. Links Katja, rechts Elif. Genau. Gut, es gab diesen Longsleeve in verschiedenen Größen, ich glaube in S, M und L. Allerdings muss ich sagen, als ich dann darauf aufmerksam wurde, war M und L nicht mehr machbar. Deswegen musste ich den hier ausnahmsweise mal in S nehmen. Aber nachdem ich den sowieso nicht selber tragen würde und auch S hier relativ großzügig aussieht, kann ich den, glaube ich, verschenken in meinem Freundeskreis. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Genau. Was haben wir hier? Also Größe M haben wir schon gesehen. Wir haben es hier zu tun mit 95% Baumwolle und 5% Elastan. Und das Ganze ist, hier steht es, Made in Turkey. Grüße gehen raus. So, und dann machen wir nochmal kurz eine Pause und schauen uns an, wie das Ganze getragen aussieht, dieser Longsleeve. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier den Longsleeve in Schwarz und Rot in dieser geteilten Farbkombination. Und sowohl auf den Ärmeln links und rechts, als auch hier mittig im Brustbereich haben wir den Highway-Schriftzug. Der ist in Weiß und hat zusätzlich auch noch so eine spezielle Beschichtung, damit der Schriftzug dann auch im Dunkeln leuchten kann. Also wir haben hier dann bei den Buchstaben, sowohl auf den Ärmeln als auch hier im Brustbereich, noch so einen Glow-in-the-Dark-Effekt. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Longsleeve hier in Rot und Schwarz. Größe, wie gesagt, frei wählbar. Dann haben wir als nächstes noch die Single. Die kommt hier im Slim Case. Und das sind die beiden Inhalte des Bundles. Jawohl, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Single bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Katja und Elif unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.